Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titanlords. Boah, bin ich durstig und deshalb möchte ich gern mit Travis ein Saufspielchen machen. Lass uns um die Wette saufen. Lass uns um die Wette trinken. Bitte. Endlich ein Herausforderer. Jawohl. Also, wenn du gewinnst, kannst du im Hinterzimmer umsonst Quartier beziehen. Ja, bitte. Verlierst du, zahlst du wie der Rest für den Schlafplatz. Okay. Los geht's. Dann mal los. Geht erwischen nicht. Gut. Jawohl, paar Glück gehabt. Da war jetzt Junge, schon hast du einen Zug drauf. Respekt. Ja. Und da du unser kleines Spiel gewonnen hast, kannst du hier deinen Rausch ausschlafen, wann immer du willst. Cool. Ich werde dir nichts berechnen. Dankeschön. Jetzt muss ich nur das Hinterzimmer finden. Ja. Ist das vielleicht... Nein, das ist nur der Eingang, gell? Ja. So. Edward. Ist das hier das Hinterzimmer? Na, das ist nur das Lager. Ich hab ja nichts gemacht. Meine Güte. War bin ich betrunken. Herrschaftszeiten. Das ist das Hinterzimmer? Oh, Alter. Ich komm bei der Tür nicht mehr rein. Na, das ist definitiv kein Hinterzimmer. Ich sollte mal kurz speichern. Das Saufspiel haben wir gewonnen. Das ist speicherungswürdig. Ja, ja, ja. Noch schimpft keiner. Rum. Das nehmen wir gern mit. Eine Bank. Löffel, Hocker. Mal kurz schleichen. Ich hoffe, da meldet sich jetzt keiner. Ich probiere das jetzt einfach mal. Wir haben eh gespeichert. So, Bier, Brot und Gold. Nehmen wir alles mit. Und hier auch noch, wenn es geht. Rum, Gold, altes Wissen, Zucker. Schwerer Goldsack. Ein Haufen Fetzen. Zersetztes Buch. Als die schwarze Katze uns angriff, waren nur ein paar Tufas im Dorf. Einer starb beim Kampf gegen sie. Der Stärkste nahm ihre Tatze und gab sie an seine Nachkommen weiter. Interessant. Oh, Gold. Und das war's hier. So, dann gibt's noch was? Noch einen Raum? Glaube ich nicht, ne? Aber das muss schon fast das hin... Ui, Fusel. Hey, ich hab einen. Jetzt kann ich's ihm geben. Ich hoffe, das geht noch. Rück deinen letzten Einnahmen raus. Na, ah, das ist der Mo. Hoppala, falsch. Entschuldigung. War das jetzt das Hinterzimmer? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Müsste aber fast so sein, ne? Mehr Räume gibt's hier nicht. Hier ist das Lager und hier ist nichts mehr. Hallo. Achso, da ist nochmal dein Kram, genau. Der eine ist wahrscheinlich pennen gegangen, ne? Mick, da ist er ja. Könnte eine ganze Sau verdrücken. Na, das ist nicht not. Ich wollte jetzt einfach nur was geben. Ich glaube, wir haben's, ne? Den haben wir unter den Tisch gesoffen. Passt. Porter. Hör zu, ich habe gerade keine Zeit. Ich muss nachdenken. Probleme? Du machst dir kein Bild. Warst du schon immer auf Kalador? Also, was genau ist dein Problem? Ja. Also, was genau ist dein Problem? Okay, pass auf. Yvette hat von mir ein Amulett bekommen, was mir nicht gehörte. Du hast Yvette ein gestohlenes Amulett geschenkt. Lass mich raten, du hast am falschen Ende gespart. Ja. Du hast Yvette ein gestohlenes Amulett geschenkt? Ich hab's vom Friedhof genommen. Ich dachte, die Toten kümmern es einen Dreck. Falsch gedacht.
Ich sag dir besser nicht, was für Albträume mich auf einmal plagen. Kannst du nicht Yvette das Amulett wieder abnehmen und es zurück zum Friedhof bringen? Ich kann das nicht machen. Ich kann ihr ja schlecht etwas schenken und dann wieder zurückverlangen. Warst du schon immer auf Kalador? Können wir mal so. Warst du schon immer auf Kalador? Schneller dem wechseln. Ich bin früher viel zur See gefahren. Hab schon einige Abenteuer hinter mir. Ich bin sogar schon ein paar Eingeborenen begegnet. Harte Jungs, sag ich dir. Aber begraben wir die alten Zeiten. Die sind vorbei. Was ist mit dir? Haben dich auch die grünen Feuer hergelockt? Eigentlich nicht, na? Was hat es mit dem Feuer eigentlich auf sich? Ja, ich will Dämonenjäger werden. Was hat es mit denen auf sich? Was hat es mit den Feuern eigentlich auf sich? Jeder, der den Ruf spürt, folgt den Feuern, um den alten Bund zu erneuern. Und dann ziehen wir gemeinsam in die Schlacht. Wir Dämonenjäger können im Moment wirklich jede Hilfe gebrauchen. Warum sollte ich deinen Mist ausbaden? Boah, wie gemein. Irgendwelche Ideen, wie ich an das Amulett kommen soll? Ich sorge dafür, dass Yvettes Amulett bald wieder auf dem Friedhof begraben liegt. Das mittlere. Irgendeine Idee, wie ich an das Amulett kommen soll? Mann, was weiß ich? Klau es ihr, schwatze sie ab, mach ihr schöne Augen. Ist mir völlig egal, wie du es ihr abnimmst. Hauptsache, das Ding landet wieder auf dem Friedhof. Na dann, machen wir's mal. Ich sorge dafür, dass Yvettes Amulett bald wieder auf dem Friedhof begraben liegt. Gut. Und falls du wissen willst, wo der Friedhof ist, findest du ihn unterhalb der Zitadelle. Ganz in der Nähe der Windmühle von Ernestos Hof. Also, ich zähle auf dich. Na dann, warum soll ich deinen Mist ausbaden? Warum sollte ich deinen Mist ausbaden? Jemand wie du kann doch sicher nie genug Gold haben. Und ich schätze, da werden wir uns sicher einig. Okay. Wenn er das schon so freundlich formuliert. Hi, Jill. Danke, dass du mich befreit hast. Ja, gerne. Ich stehe in deiner Schuld. Das passt schon. Da meine Kiste. Mal schauen, ob ich die... Ich speichere mal kurz. Ob ich die aufmachen darf, ohne dass jemand schimpft. Bierfackel Schrot. Du kannst aufhören zu schleichen. Ich hab dich gesehen. Was? Ich habe nichts gemacht. Das dürfte dann die Dame sein. Yvette, ja? Ah, was sehen denn meine Äuglein? Einen Teleporter. Ich bitte einsetzen. Doch. Super. Genau das habe ich gesucht. Sehr, sehr gut. So, na Yvette, wie geht's? Oh, was für starke Arme ihr habt. Mein Gott. Gesellt euch doch ein Weilchen zu mir und gebt etwas zu trinken aus. Hier wird wohl jeder angeschnarrt. Ah, ich sehe, ihr habt Micks Bekanntschaft bereits gemacht. Der alte Schluckspecht kann den Hals nie voll genug kriegen. Aber was ist jetzt? Teilt ihr mit mir oder nicht? Ich habe eine bessere Idee. Kauf dein Zeug selber. Klar, ich spendiere dir was. Sehr. Klar, ich spendiere dir einen Rum. Pah, Damen trinken doch keinen Rum. Wie wär's? Ihr gebt mir 30 Goldmünzen und ich kaufe mir später etwas Angemessenes. In meinen Taschen herrscht Ebbe, tut mir leid. Na dann, nimm halt. Kein Problem, hier hast du das Gold. Ein wahrer Kavalier unter den ganzen Rüpeln. Bewundernswert. Die meisten Kerle hier wissen nicht, wie man eine Frau zu behandeln hat. Ja? Zum Glück ist mein Porter nicht so einer. Porter hat also die Spendierhosen an? Porter hat also die Spendierhosen an. Ja, ständig schenkt er mir was Schönes. Neue Stiefel, ein schönes Kleid, Blumen. Ach, ich liebe ihn einfach. Hm. Vor kurzem hat er mir sogar ein kostbares Amulett geschenkt. Wegen des Amuletts. Wegen des Amuletts. Ein Amulett, das ist doch nichts für eine Frau. Ich kauf's dir ab. Du bist bei den Männern hier sehr beliebt, oder? Das können wir mal zuerst. Du bist bei den Männern hier sicher beliebt, oder? Und ob ich das bin? Ich bin eben die schönste Frau auf ganz Kalador. Wieso fragst du? Ach, schon gut. Tada! Das Amulett erhalten. Hey, hab's gestohlen, voll cool. Gold und Diamanten. Das schmückt eine Frau. Hey, das war einfach. So, Friedhof. Oh, da ist altes Wissen.
So, vielleicht kann mir das ja auch als Dämonenjäger nützen. Ich weiß es noch nicht. Schön, Teleporter aber bekommen. Da haben wir einen Schlafplatz immer gratis. Und? Ich habe das Amulett. Ich habe das Amulett. Und hast du es noch nicht zum Friedhof gebracht? Naja, ich dachte mir, ich sag dir... Nicht denken. Zum Friedhof marschieren. Noch eine unruhige Nacht kann ich echt nicht gebrauchen. Jawohl, Sir. Zu Befehl, Sir. Gut. Es ist aber stockdunkel. Ich würde trotzdem gerne mal ein Nächtchen schlafen, ehrlich gesagt. Und erst am nächsten Morgen weiterreisen. Das heißt, ich hau mir mal kurz in die Hapfen. Der schnarcht ja auch schon. Einmal gepflegt schnarchen. So. Bis zum nächsten Morgen pennen. Dann sind wir ausgeruht, geschneuzt, gestriegelt und dann können wir schon weiter marschieren. Gut. Schnarch, schnarch, schnarch. Hü, hüpf. Und daraus. Ich verlaufe mich da jetzt immer. Kann ich eigentlich was brennen, was Vernünftiges? Wir hätten da echt recht viel, ne? Schnaps des Schatten, Abenteuer, Blut, Schmerz, Tötet. Aha, rum kann ich noch nicht brauen. Damit ist mir das eigentlich so... Dann brauchen wir das nicht. So. Gut, ich sollte mal speichern als erstes und als zweites mal auf die Karte schauen, wo wir denn da jetzt am besten hin müssen, weil zur Zitadelle, also zum Fischerdorf einmal zurück und dann mit dem einen Typen optimalerweise, hoppala, und dann mit dem einen Typen optimalerweise, heißt die Zitadelle, optimalerweise wollte ich sagen, wieder, ja, zurück. So, wo ist das? Ist das das Fischerdorf gewesen? Na, oder? Das war woanders. Das war's Fischerdorf, ne? Nate, ja, ja. Aha. Okay, ich brauche nur hier runterlaufen. Dann haben wir hier quasi den Teleporter, dann wird es hier keinen geben, nehme ich mal stark an. Na gut, dann könnte ich das hier gleich weitermachen, ne? Ah, hier ist der Friedhof. Mhm. Okay. Da muss ich hier bei dem Dürl raus. Ach so, ich depp. Den Typen müssen wir auch noch machen, bevor ich weitergehe. Bäh. Entschuldigung. Da habe ich jetzt einen Blödsinn gemacht. Sollte ich laden? Na, hilft nichts. Ich lege mich nochmal hin. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe die Nachtwache vergessen. Das können wir jetzt auch noch schnell machen. Nein. WTF, was machst du da? Schlafen. Bis zum nächsten Abend. Entschuldigung, nochmal. So. Schwungvoll erheben wir uns. Und dann schauen wir uns die Nachtwache an. Tap, 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 tap. Aber jetzt, ich bin bereit. Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Doch nicht jetzt. Wir gehen nachts los. Leg dich doch erst noch ein paar Stunden in der Taverne aufs Ohr. Ich warte auf dich. Also wenn du nachts wiederkommst, gehe ich los. Bäh. Mitternacht braucht man hier. Mitternacht. Abend ist nicht Nacht. So. Ach Gott, ja. Das ist ja unglaublich sowas. Also Mitternacht. Darf ich denn jetzt, bitte? So. Jetzt müsste es wohl passen. Jetzt ist doch wohl finster genug. So, tap, 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 tap. So, bist du jetzt zufrieden? Ich bin soweit. Lass uns auf Nachtwache gehen. Los geht's. Schauen wir uns die Umgebung an. Ja, bitte. Folge mir. Jawohl. Damals waren es die dunklen Krieger, die gegen die Titanen gekämpft haben. Jetzt, da die Schatten über die Welt kommen, führen wir ihren Kampf fort. Aha. Ich gehe jetzt mal mit ihm mit. Ich gehe trotzdem schneller wie er. Ach, das bringt gar nichts. Drei Stunden später.
Ich gehe mal das Goldklee hier holen. So. Nichts Außergewöhnliches. Sehen wir uns beim Fluss um. Leg mal einen Zahn zu. Alles klar. Eldrick war es, der die grünen Feuer entzündet hat. Aha. Die Zeichen der Zusammenkunft. Er ist es auch, der das Wissen der dunklen Krieger in uns weckt. Die Runenmagie. So ist es. Gut, auch hier alles in Ordnung. Warte. Was ist? Psst. Verdammtes Schattenbiest. Wo eines ist, sind die anderen auch nicht weit. Komm. Angriff! Oh, einmal da, ne? Leicht! Mhm. Eine Ratte. Wo ist denn hin? Da. Lass uns weitergehen. Ja. Das nimmt kein Ende mit dem Schattenbiest. Und der Groß ist auf der ganzen Hügel. Zuerst gut, den herzupullen. Weil jetzt, wo wir zu dritt sind, kann man den... Oh, er kommt schon. Uah. Bist du deppert. Alter, keine Munition mehr. Keine... Aha. Logisch. Auf. Vergessen, Kugeln zu kaufen. So, fertig. Also ich noch einer. Du siehst aus, als könntest du einen Schluck vertragen nach diesem Kampf. Tatsächlich, ja. Nee, das ist aber nett, dass er mir dass er mir einen Hinweis gibt, dass ich am Verrecken bin. Dann werden wir mal ein bisschen essen. So, von dem Zeug haben wir eh so viel. Komm, wir gehen. Ja, wir gehen weiter. Ich weiß, ich will nur kurz speichern, bitte. Weiter. Ja. Natürlich. Können wir weiter? Jawohl, Chef. Ah, das ist Dorf schon. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. Au. Bleib stehen. Au. Keine mehr. Ach ja, das habe ich vergessen. Aua. Bitte, ja. Dann mach's halt ich. Oh, ein Erfolg. Schlechter. Lass uns weitergehen. Warte kurz. Ich wollte nur schauen, ob hier irgendwas ist. Na, da ist nichts. Da hat schon wieder was da oben, ne? Ich eile! Ja, her mit deinem Fleisch. Können wir weiter? Ja, Chef. Geht schon. Schattenviecher! Ja. Diese Biester tauchen immer wieder auf. Dann kriegen sie immer wieder aufs Maul. Gehen wir weiter. Unten lang. Die Schatten spionieren die Gegend aus. Wie Stück für Stück versuchen sie uns zu schwächen. Aber ich will verdammt sein, wenn ihnen das gelingen sollte. Warte mal. Was ist da drüben? Da schläft doch irgendwas. Riesenratte. Und tot. Silberbecher, Messer, Brot und Klingenblatt. Super. Das musste ich gerade machen. Und wo ist jetzt unser Freund hin? Ah, der steht da oben. Komm, wir gehen weiter. Ja. Ich eile! Alter. Au. Edward, du darfst auch kämpfen. Aua. Au. Ja, jetzt kriege ich aufs Maul. Ich möchte jetzt nicht in seiner Haut stecken. Ja. So. Schön, das war's. Zurück zur Taverne. Okay. Ich will nur den Scavenger noch haben. Lass uns weitergehen. Jawohl, Sully. Komm, wir gehen weiter. Jawohl, Chef. Ah, das war jetzt ein schöner Rundgang, ja? Tatsächlich.
So, da wären wir. Du lebst auch noch und bist nicht weggelaufen. Nein. 100 Goldmünzen gibt es von mir obendrauf. Ich muss jetzt zurück zur Zitadelle. Und wer beschützt dann die Taverne? Travis wird alleine aufpassen müssen. Es wird Zeit, unsere nächsten Schritte zu planen. Lass dir von ihm was zu trinken geben und schlaf dich mal aus. Danke. Bis zum nächsten Mal. Cool. Coole Schuhe. So, Travis. Ich krieg was zum Saufen, hat er gesagt. Du kannst mir einen ausgeben. Du kennst dich hier doch aus... Na, ausgeben. Du kannst mal einen ausgeben. Jeder, der gegen die Schatten kämpft, hat einen ordentlichen Schluck verdient. Bitte. Dann trink mit mir. Prost! Prost. Danke. So, und ausschlafen hat's geheißen. Also bis zum nächsten Morgen wieder pennen. Jetzt haben wir eh schon genug Übung, das wissen wir schon, wie das geht. Und dann gehen wir wieder ins Fischerdorf zurück und werden, glaube ich, mal zur Zitadelle marschieren, schön langsam, ne? Wird sich, glaube ich, ergeben, so. Wird, glaube ich, so passen. Jo. Und hier hüpf. Da zischt immer irgendwas. Ich denke immer, dass da ist irgendein Viech. So. Das heißt dann wohl hier runter. Ein Scavenger schläft. Den machen wir mal kaputt. Einer ist immer der Stärkere. So ist das nun mal. So. Vielleicht hört dann das Zischen auf. Hoppala. So. Dann waren wir ja eigentlich schon ganz in der Nähe vom Fischerdorf. Dann habe ich mich ja gar nicht so böse verlaufen, wie ich gedacht habe. Ah, da wartet ja auch schon Beere und Pilz. Alles Proviant für uns. Das ist sehr, sehr gut. Wächst da hinten was? Na. Hä? Das hat jetzt gerade komisch ausgeschaut. Eine Wutepuppe. So. Na gut. Nate. Ich würde sagen, wir speichern. Nate, gehen wir zur Zitadelle bitte, okay? Lass uns zur Zitadelle gehen. Du hast nicht zufällig etwas Fisch dabei? 10 Stück würden schon reichen. Habe ich. Ja, hier, bitteschön. Hier. Ich habe etwas rohen Fisch. Wunderbar. Wo hast du den denn jetzt aufgetrieben? Na, ist doch egal. Lass uns zur Zitadelle gehen. Folge mir. Wir haben einen ganz schönen Weg vor uns. Ah, das geht. Ich hoffe, du kannst gut mit deiner Waffe umgehen. Ja. Durchs Questen haben wir jetzt echt eine gute bekommen. Halt, da ist ein Spammerl. Geisterpilz. Weiter geht's. Jawohl, Chef. Du machst doch nicht etwas schlapp? Nein. Ich komm schon klar. Dann ist ja gut. Wenn du noch Fragen hast, frag einfach. Was macht ihr, wenn ihr gar keinen Fisch mehr bekommt? Lass uns weitergehen. Na. Was macht ihr, wenn ihr gar keinen Fisch mehr bekommt? Wir haben den Kontakt zu 2 Bauernhöfen verloren. Noch gibt es genug, aber wenn noch mehr Leute auf die Insel kommen, kriegen wir ein Problem. Noch ist keine Panik ausgebrochen. Aber bald, fürchte ich. Lass uns weitergehen. Alles klar. Bleib dicht hinter mir, hier ist es nicht ganz ungefährlich. Jawohl, Chef. Ich weiß auch nicht, was mit den Höfen passiert ist. Ich weiß nur, dass keiner mehr beliefert wird. Vielleicht wissen die Leute bei der Taverne mehr. Da kannst du ja mal nachfragen, wenn du möchtest. Ich will die Schädelblüte holen. So, schnell hinterher. Weiter! Jawohl. Aye, Captain. So, das haben wir auch schon gemacht. Das war nämlich praktisch mit dem Rundgang. So, die nächste Station. Wenn du hier in Richtung Nordwesten den Berg hinauf gehst, kommst du zur Taverne. Du solltest dir bei Gelegenheit mal einen Besuch abstatten. Seit die grünen Feuer angezündet wurden, brauchen viele von uns mal ein Schlückchen mehr. Aber lass uns erst mal weiter zur Zitadelle gehen. Jawohl. Was weißt du über die grünen Feuer? Was weißt du über die grünen Feuer? Die grünen Feuer sind ein Ruf. Ein Ruf, der alle Dämonenjäger der Welt hier versammeln soll.
um sich gegenseitig auszubilden und sich gegen die Schatten zu stellen. Wer hat sie errichtet? Das weiß ich nicht. Aber wenn du mehr über sie wissen willst, solltest du mit Eldrick reden. Vielleicht ist ja Eldrick jetzt mittlerweile Xardas von Gothic, ne? Könnte ja sein. Erzähl mir mehr über diesen Eldrick. Eldrick ist unser Druide. Er wohnt in der Zitadelle. Er ist dein Mann, wenn du mehr über solche Dinge wissen möchtest. Lass uns weitergehen. Alles klar. Folge mir. Selbstverständlich. Die Taverne ist ein guter Ort, um Gerüchte mitzubekommen. Seit die Feuer brennen, gibt es hier nicht mehr viel, um... Warte, ich muss kurz unterbrechen. ...sich abzulenken. Außer... Man beschäftigt sich gerne mit Leichen. Ja, das haben wir schon verstanden. Komm schon! Jaha! Da ist eine Beere, die hätte ich noch gerne. Proviant, weiter. Du verstehen? Jaha! Mann, der ist... Geisterblumen? Okay. So. Ja. Wir sind fast da. Gleich sind wir an der Zitadelle. Die letzte Bastion gegen die Schatten. Was kannst du mir über die Schatten erzählen? So viel weiß ich auch nicht über sie. Ich weiß nur, dass sie für eine Menge Chaos sorgen. Vielleicht sind es die Vorboten darauf, dass hier bald alles zu Scheiße wird. Ich weiß nur, dass ich sie töten kann. Mehr muss ich nicht wissen. Okay, lass uns weitergehen. Alles klar. Wir haben es gleich geschafft. Gleich kannst du die Zitadelle in voller Pracht sehen. Das ist schön. Wenn es einen Ort gibt, an dem du sein willst, wenn alles den Bach runtergeht, dann ist es unsere Zitadelle. Alles klar. Komm schon. Oh, warte kurz, sofort. Ein Klingenblatt und einmal Teleportstein einsetzen, bitte. Geht doch. Yeah. Supi. So muss das sein. Und gleich speichern. Huch. So ist fein. So, wir sind da. Danke. Beeindruckend, nicht wahr? Wer hat das alles gebaut? Das waren unsere Vorfahren. Die Dämonenjäger von damals. Dunkle Krieger der alten Zeit. Doch das ist lange her. Zwischenzeitlich war hier keine Sau. Die Bauten verkamen und wurden zu Ruinen. Hm. Erst jetzt, da die Dunkelheit wieder über das Land kommt, werden wir wieder gebraucht. Also sind wir da und bauen alles wieder auf. Hast du sonst noch Fragen? Ich habe keine Fragen mehr. Alles klar. Dann werde ich mal zur Zitadelle gehen und Ihnen von den Fischen berichten. Mhm. Gerne. Freut mich, dass wir helfen konnten. Boah, das ist schon... Also, wenn wir eine Chance haben, hier reinzukommen, ohne dass ich jetzt meine Seele aufgeben muss, tut es mir echt leid für die Magiergeschichte, aber dann muss ich Dämonenjäger werden. Geht gar nicht anders. Na, wer bist denn du? Mason? Wie kommt denn jetzt so schnell daher? Weil... Ach so, ja, der wird halt natürlich nicht so lange gebraucht haben wie wir. Passt schon. Drake haben wir hier. Okay, Das hier. Hallo? Familie. Was? Familie. Deine Abstammung. Damit ich weiß, zu welchem Dämonenjägergeschlecht du gehörst. Und Keine. Ich dich in die Liste eintragen kann. Ich bin neu. Oder bist du nicht dem Ruf der grünen Feuer gefolgt? Doch, mein Großvater war Dämonenjäger. Lügen. Ich bin kein Dämonenjäger. Ein Führungsloser also. Du könntest dich uns anschließen. In diesen dunklen Zeiten brauchen wir jede Hilfe, die wir kriegen können. Aber wenn du vorhast, hier nur zu schnorren, kannst du dich direkt wieder verpissen. Alter. Für diesen Krieg brauchen wir echte Kämpfer. Ich würde ja gerne selber losziehen, um den Schatten eins auf die Fresse zu geben, aber... Naja. Irgendwer muss sich ja um den Laden hier kümmern. Ihr führt also Krieg gegen die Schatten hier in Kalador. Wofür bist du hier zuständig? Das hat er doch gerade gesagt. Hier Wache halten. Der Party ist wieder zu Ende? Alter, hast du je vor von einem von Trill... Was? Hast du je von einem von Trill gehört? Ach so, das meint er. Wir beenden den Part mal zuerst. Und im nächsten machen wir hier weiter, ne? Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen
Fürs Zuhören, fürs Zuschauen wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!